Um nicht ganz so legale Zeitvertreibe geht es im Filmdebüt des Inders Ronnie Sen. Cat Sticks, benannt nach einer Streichholzmarke, begleitet eine Handvoll Junkies auf der Suche nach Heroin durch das nächtliche Kalkutta. Seine ungewöhnliche Ästhetik beschert dem Team von Cat Sticks 2019 eine Reise ins amerikanische Utah. Beim Slam Dance, der Off-Konkurrenz des Sundance Film Festivals, erhält der Film eine lobende Erwähnung der Jury. Aber in Indien findet sich einfach kein Verleih. Das interessiert keinen. Wirklich? Wie traurig. Menschen sind Zombies und keine Konsumenten mehr. Das waren sie vielleicht bis in die 1990er. Aber jetzt sind sie Zombies. Schlussverkauf in der Shopping Mall? Darauf fahren sie ab. Aber Film und Kunst? Vergiss es. I don't know. In den 1990ern und 2000ern wird Kalkutta von Heroin überschwemmt. In der Folge sterben viele Menschen an gestrecktem Rauschgift. Ronnie Sen, der selbst Drogen genommen hat, zeichnet mit starken Kontrasten diese düsteren Zeiten nach. Er folgt damit dem klassischen indischen Kino von Subrata Mitra, der in den 1950er Jahren Kameramann des berühmten Satyajit Ray war. Vor allem bei Innenaufnahmen arbeitete Subrata Mitra viel mit diffusem, indirektem Licht. Um Brown Sugar zu rauchen, brauchst du einen geschlossenen Raum, eine Art Vakuum, ohne viel Zugluft oder Wind. Das macht die Sache kompliziert. Heroin zu rauchen ist wie ein Ritual. Auch die ganze Vorbereitung, um Brown Sugar zu rauchen, ist stark ritualisiert. Ich musste nichts recherchieren. Das ist Teil unseres Lebens. Ich bin mit diesen Leuten aufgewachsen. Ich habe ihnen fiktive Namen gegeben. Aber sie alle haben wirklich gelebt. Ronnie Sen wird 1986 in Silchar geboren. Später zieht die Familie in eine wohlhabende Gegend Kalkuttas. An der Uni fühlt er sich nicht wohl und beginnt zu fotografieren. Mit Erfolg. In der kambodschanischen Touristenmetropole Siem Reap lichtet er Transvestiten ab, die nachts die Straßen bevölkern. 2016 erhält er den Getty Instagram-Preis für diese Smartphone-Reportage über die Kohleminen von Jharia. Seit über 100 Jahren toben hier unterirdische Brände, vor denen bereits eine 500.000 Menschen fliehen mussten. Ich wollte wissen, was passiert, wenn wir wirklich alles aus der Erde rausgeholt haben. Was bleibt dann übrig? Dieses apokalyptische Bild wollte ich zeichnen. In den Minen kommt es ständig zu Explosionen. Und dann regnen so große Felsbrocken auf diese kleinen Mädchen herab, die über die Kohlenfelder rennen. Bei den Explosionen fallen so große Brocken vom Himmel. Unglaublich. Aber was sollen sie machen? Die Minen sichern ihren Lebensunterhalt. Hey, Dada.